So blieben sie eine ganze Weile etwa gleich weit voneinander entfernt. Schröder sehnte sich nach einem späten Spaziergänger. Es quälte ihn, mit dieser Frau allein zu sein. Am liebsten hätte er ihr zugerufen: »Hören Sie auf mit diesem Unsinn, ich bin ein vollkommen harmloser Mann.« »Was läuft sie auch abends allein im Park herum?«, dachte er verdrossen. Er beschloss, einfach an ihr vorbeizueilen, um sie hinter sich zu lassen. Doch sie schien seine Absicht, näher zu kommen, zu wittern, denn als er sich in Bewegung setzte, begann sie zu rennen. »Was für eine unerfreuliche Rolle«, dachte er hilflos und drosselte seinen Schritt. Sie rannte ein Stück. Dann drehte sie den Kopf nach ihm um. »Das ist ein Irrtum«, wollte er ihr zurufen. »Ich bin nicht der Vergewaltiger, vor dem Sie davonlaufen.« Sie war nun weit voraus und hörte auf zu rennen. Er hoffte schon, sie los zu sein, aber da seine Beine länger waren als ihre, begann er sich gegen seinen Willen von Neuem anzunähern. Sie schaute sich um, sah ihn kommen, rannte kopflos, blieb schwer atmend stehen, rannte wieder. Sie ermüdete ihn. Er mochte keine Rücksicht mehr auf ihre Ängste nehmen. Sie deutete ohnehin alles falsch. Er wollte nur noch an ihr vorbei und nach Hause. Er schritt rasch aus. Sie rannte. Um sie zu überholen, begann er nun ebenfalls zu laufen. Sie rannte lächerlich wie ein flüchtendes Kaninchen. »Soll sie rennen«, dachte er verärgert und lief in energischem Tempo hinter ihr her. Seine Stimmung, seine Gedanken, den Duft der Kräuter, alles hatte sie ihm ruiniert. Wie er so lief und ihr immer näher kam, schwenkte sie plötzlich herum und stellte sich ihm in den Weg, die Arme krampfhaft verschränkt. Warum ging sie nicht beiseite? Sie blieb stehen, als erwarte sie ihn. Sollte er etwa einen Bogen um sie machen? Schon stieß er gegen sie. Abwehrend hob sie die Arme. Es war, als breite sie diese für ihn aus. Es war, als wollte sie ihn empfangen. Und er griff zu.